Hallo, also heute werde ich mal was Sand strahlen. Und ja, jetzt zeige ich euch erst einmal die Kabine. Und ja, danach wird es laut. Ich schalte den Staubsauger ein. Also, die Kabine ist selbst gebaut, ist aus Plexiglasplatten, Aluwinkeln und ja, ein paar Holzplatten, weil ich da kein Plexiglas mehr gehabt habe. Das wird aber nochmal bei Gelegenheit ausgetauscht. Also, dann befestigen wir die Kamera mal an der Scheibe mit dem Klebeband hier. Dann schalten wir mal den Staubsauger ein, das heißt, es wird laut. Handschuhe anziehen, weil sonst die Hände recht rau werden durch den Sand. Okay, dann geht's los. Also, wie man sieht, kann man mit Sandstrahlen eigentlich relativ schöne Sachen machen. Die Oberfläche wird sehr, sehr gleichmäßig und das kann man dann danach lackieren, dass das eben dann einen gleichmäßigen Farbton behaltet. Wenn man es nicht lackiert, dann nimmt das Sandgestrahlte sehr schnell Fingerabdrücke und so weiter auf. Okay, das war's für heute wieder. Ciao!